Ah, da kommt eine Maut, oder? Ne, da kommt keine Maut. Da steht irgendwie ein LKW. Mike, fahr! Ja, warte kurz. Ich stehe nicht. Dann fahr schneller. Ich war in... Halt mal, ich Mike, rolle nur. Wo ist auf welcher Autobahn? Seid ihr auf der 9er, gell? Ne, warte mal. Ihr seid, warte, wo fahrt ihr gerade durch? Weiß ich nicht, ich kann das nicht lesen. Auf diesem durch. Kleinen, auf diesem kleinen GPS kann man das immer so scheiße lesen. Ja, steht da eine rote 8 auf der Straße, oder? Ja, nee, da steht gar nichts. Also, hör Leute. Oh. Ich hab gerade... Dann halt mal an und drück M. Nein, Motorfehlfunktion. Ich hab gerade aus Versehen meine Aufnahme kurz beendet. Nee, ich will ja nicht anhalten. Also da steht eine 8 oder eine 9, ich kann aber nicht entziffern, was das ist. Vielleicht ist es auch eine 0 oder eine 6. Obwohl, Moment. Welche Autobahnen waren immer horizontal und welche waren vertikal? Ach, da gab es doch eine Regelung. Ungerade, glaube ich. Ach, keine Ahnung, egal. Ist voll gut, dass ich mir sowas immer... Normalerweise müssten die, Obwohl, da unten rechts sehe ich eine 11, also ist das hier die 8. Ja, die 8 ist das hier, wo wir gerade drauf fahren. Gut, dann normalerweise, seid ihr auf der Straße, wo ich bin. Normalerweise gehen die geraden Zahlen senkrecht. Ja. Und die Ungeraden gehen waagerecht. Ja. Jetzt werde ich spitz, sag ich doch. Das ist richtig. Ich glaube, so war das. Ja. Also zumindest ist es hier in ETS so und ich denke mal, dass das relativ... Ja, das ist in echt auch. Relativ wahrheitsgetreu ist. Ich meine, die Autobahnen, die stimmen ja eigentlich überein, die großen. Ah, ich sehe René auf der Tab-Liste. Hä, warum siehst du René, aber mich nicht? Weiß nicht. Mike, ich sehe dich auch nicht. Hä, warum seht ihr mich nicht? Seid ihr denn dumm? Ich muss nur noch 30 Kilometer fahren und du? 37. Irgendwie kriege ich gerade Angst. Hallo. Also ich bin jetzt gerade durch den Tunnel durchgefahren. Ich bin ein Dani. Ah, jetzt sehe ich mich wieder. Mal ab. Hä, du bremst ab, obwohl ich gar nicht mal rübergezogen bin. Ja, nicht. Ausnahmsweise. Fuck, Motorfehlfunktion. Jo, nein, René, zieh nicht rüber. Nein. Wollte ich fahren. Ah, du Scheiße. Nein. Das ist doch nicht normal. Ich steh extra rüber, weil der Mike kommt und der Dani, der steht da. Könnt ihr mir helfen? Ja, klar. Geht nicht. Ich bin schon komplett kaputt fast. Ja, dann frag mich mal. Ich hab 51. Krieg mein okay, LKW nicht mehr an. Abschätzen. Er soll die anschieben, René. Wie viel Prozent Schaden hast denn du? Ich? Ja. Will ich eigentlich gar nicht wissen. 62 und 12 haben auch. Also ich habe 58% Schaden. Und das nur, weil ich umgekippt bin. Hä, warte kurz. Hä, nein! Ich wollte mich doch... Oh, jetzt hat er sich nochmal geportet. Ernsthaft. Ich krieg meinen LKW nicht mehr an. Mann, ist ja dumm. Hallo, ich will hier... Ich schieb von hinten. Jetzt. Und Alter, wie dumm ist das denn? Der sagt mir Motorfehlfunktion, umgehend Werkstatt aufsuchen. Aber mir wird hier nicht dieses Werkstattsymbol angezeigt. Aha. Mit dem Daniel, da kannst du echt nicht fahren hier. Alter. Weißt du, was kann ich dafür, wenn du auf mich zulässt? Ja, hallo, der Mike, der kam von hinten angeheizt, da denke ich mir, oh scheiße, da fährst du dir aber schnell rüber. Und ich dachte, du hast langsam meinen Griff gekriegt, bremse extra schon. So, und dann hältst du einfach an und bleibst da stehen. Ach, kostet ja nur 50.000, ja, wenn es nicht mehr ist. Hör auf zu überholen hier. Also ich habe mich jetzt zurückgesetzt, ich bin jetzt da. Ich muss nur noch 3 Kilometer fahren. Moment, ist hier denn irgendwer? Ja, jetzt sehe ich euch wieder. Ihr seid gerade in mich reingekommen und dann hat's gelegt. Ach Mann! In dich reingekommen. Ja. Nein, bleib doch nicht schon wieder stehen! Ich dachte, ich formulier's so schön. Ich dachte, ich formulier's so schön, damit Dani wieder ausrastet. Endlich ist er wieder angesprungen. Alter, warum fährt er nicht um die Kurve, wenn ich dem sage, der soll um die Kurve fahren? Was ist denn das für ein Noob? Jetzt ist mein LKW garantiert ganz im Arsch hier. Waren wir hier nicht schon mal in Dresden? Ja, stimmt, wir waren hier schon mal. Ja, sicher waren wir hier schon mal.
Kletterer-Datsch. Muss man 2 Kilometer hier rausfahren wieder. Das ist furchtbar, ich guck mal das Drehwerk oder so. Oh scheiße, ich glaube das war zu weit. Ja, das war zu weit, ganz eindeutig. Ihr könnt ja mal ins Drehwerk kommen, wenn ihr Lust habt. Was soll ich denn da jetzt machen? Oh, LKW repariert. Ah ne, warte, bei der Werkstatt, dann komme ich auch noch rein. Dann will ich dann auch erst reparieren. Oh, da war's sogar. Cool. Ah ne, ist gar kein Sägewerk, ist ein Bauernhof oder so. Also ich will vorwärts fahren. Cool. Mike, bei welcher Firma bist du? Moment, muss ich nachgucken. Fahren. Oh, shit! Also ich bin jetzt bei Tamarelli? Tamarelli. Kann sein, ja. Mit der beschissenen Einfahrt? Jupp. Hallo. Ja, Tamarelli. Ich fahr lieber mal vor dir weg. Wo ist René? Der ist kaputt. Okay. Ich bin hier hinten bei dem komischen... Lol, falsche Richtung gelenkt. Ach, da hinten rechts? Okay, dann komme ich jetzt zu dir. Ich will aber in die Werkstatt. Will mich reparieren. Hm, okay. Ja, bist du denn schon fertig? Also hast du schon abgegeben? Nee, ich habe gerade schon wieder eine Motorfehlfunktion und rolle gerade ins Ziel. Ich park gerade im Rollen ein. Nein! Nein. Hä, warum sehe ich dich denn? Ach man. Jetzt sag mir nicht, ach du bist außerhalb oder wie? Er ist im Sägewerk. Nein, das ist, ja, also, nee, nicht Sägewerk, aber... Ich dachte, du wärst hier hinten, aber nein. Komm, Dani, dann fahr wir jetzt da zu René. Er ist wahrscheinlich zur Arzt, da wo ich meine Lieferung abholen müsste. Annehmbar. Okay. Ich muss jetzt erstmal, ich komm jetzt erstmal zur Werkstatt. Los, Mike. Okay, Loki. Gas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Hui, oh, oh. Oh, aua. Ich dachte, ich krieg die Kurve noch. Schade. Aber ich wurde doch zu sehr gebremst. Komm, Mike, wir fahren jetzt so nebeneinander. Okay. Warte auf mich. Ah, ja. Wo ist denn da die Werkstatt? Schnell? Lass uns den Tempomat einstellen auf 50 oder so. Nee, nee! 100%! Boah, das ist schon krass. Guck mal, René, wie groß du bist. Ey, guck mal, wie groß du im Gegensatz zu mir bist, René. Ja, nee, du hast ja nur die kleine Kabine. Ja. Ist das dein Ernst, Mann? Das ist lustig. Was nur, ich hab nur 3% Schaden, das ist lustig. Ich hab 100. Gib Gas, Mike. Ich hab nur 3%. Komm, René, komm hier hinterher. Komm, ja, schieb mich mal, schieb mich in die Werkstatt. Ja, ich schieb dich an. Ja, okay. Warte, ich dreh mal um, dass ich mehr Power hab. Dann krieg ich meinen LKW nicht mehr. Mann. Aber ist doch geil. Wir sollten mal Tempomat so auf 50 und bumm. Ja, ich dachte, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis René kommt. Nee, ich hab ihn ja gesehen, deswegen hab ich ja gesagt, Mike, beeil dich. Okay. Ihr seid solche Arschkrampen, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Schieb mich lieber jetzt mal in die Werkstatt. Ich will nicht schon wieder so teures Geld bezahlen. Reicht schon, dass ich schon wieder 100% hab. Mike, ich glaube, du musst helfen. Nee. Ich hab allein nicht so viel Kraft. Ich hab auch nicht viel Kraft. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, man kann keine Leute durch die Gegend schieben. Natürlich. Nein. Ich kann Bremshose machen. Also ich würde ja sagen, du setzt einfach dein Auto zu. Alter, René macht Leerlauf rein. Hab ich doch. Mike, komm mal von hinten, hilf mal. Das war ja bewegt sich schon ganz leicht. Ach so, dann. Ja, ja. Mike, guck mal, was der Gruppe. Warte kurz. Ich glaube, ich stelle mich kurz hier hin und dann speichere ich erstmal. Speichern. Hm. So, also, einfach mal so, damit also ich... Also WhatsApp, das geht noch. Ah, ich glaube, ich mache einfach Twitter. Ich entsperre einfach schon mal. So. Meinst du, das klappt da, ne? Ja! Komm! Auf Arsch! Wo bist du jetzt? Bist du jetzt da bei der Reparatur? Ja. Okay. Das ist normal, wenn man sich halt da so, Ja, die hätte ja sein können, dass du dich irgendwo zu deiner Garage geportet hast oder so.
Keine Ahnung, man weiß ja, es nee, nicht. Ja, nee, da komme ich auch nicht viel weiter. Ach, Dani, gib doch mal Gas. 104.000. Alter, du hast mich fast umgekippt, ey. Ich habe überhaupt keinen Schaden gekriegt. Cool. Oh nein! Ich glaub. Glaube, ich speichere jetzt erstmal. Ich dachte so, ich könnte hier so ganz elegant reinfahren, aber ne, das geht natürlich nicht. So, Wartung. Okay, hab nur 80.000 bezahlen müssen. 80 Mille! Boah, warum lädt denn die Scheiße nicht? Scheiß füllt das Deadneck. Deadneck, so. Soll. Rani, in welche Packdecke willst du? Mir egal. Dann geh du in die Vordere. Warum fährt mein LKW nicht? Also ich hab fertig. Oh. Ja, wir hören jetzt einfach so auf. Schnauze jetzt. Ich hab mir schon wieder zu niedrigen Luftdruck. Was? Luftdruck? Okay. Ja. Ja, René spielt voll realistisch und so. Ah. Ja, okay. Dann hören wir jetzt so auf. Moment, ich speichere nochmal. Einfach nur so zur Sicherheit. Speichern. Okendoken. Dann vielen Dank fürs Zusehen und so. Endlich haben wir mal wieder was aufgenommen. Ja, nicht. Sogar was Vernünftiges zum Lachen. Ne, Dani, du Arsch. Ich hab nichts gemacht. Ne, du bist in den Eck reingefahren. Oh mein Gott, Dani ist verschwunden. Okay. Ja, ich bin ganz sicher. Dann, ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Ja, scheiße, nicht? Ja. Bis dann. Tschüss. Bis Sally.